Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier dieses kleine Wassertransportfass euch heute hier sich vorstellen. Finde ich schon mal sehr coole Sache das Ganze. Ja, ist für die letzten Videos von denselben Modder 3D Mod Ersteller oder wie der heißt. Ja, finde ich tolle Sache, dass mal was Neues natürlich gibt. Das Ganze ist hier wieder mit Simple IC Unterstützung. Wie wir sehen hier also mal mit normaler Kupplung für PKW Anhänger. Das Ganze kannst du aber auch hier wieder mit also Maussteuerung hier also auf dem Kugelkopf oder wie was, also auf dem PKW oder LKW oder Traktor oder sowas anhängen. Ja, das Ganze gibt es ja auch natürlich hier mit Kennzeichenwahl, so wie du es gewohnt bist, mit Simple IC Unterstützung. Ja, eins, was ich halt wieder mal feststellen musste, ist halt, dass da was nicht also dran gedacht worden ist, so richtig zwecks wegen Kollision der Räder. Das werden wir uns dann auch gleich anschauen. Das gute Stück kostet jedenfalls 1500 Euro, wie alle anderen, von denen natürlich, ja, und 76 Euro Miete. 2500 Liter hier ist, ja, das Ladevolumen. 578 Kilo ist ganz schwer. Und wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich auch gleich hier an. Ja, da habe ich das gute Stück, wie man hier sieht, schon so mal euch hier hingestellt. Also das Fass ist gefüllt, ja. Jetzt wird ihr sagen, ja Franz, hast du nicht recht. Also das, die Räder sind ja hier, also nicht draußen, also im Boden verschwunden. Ja, ich habe das Ganze natürlich aufgebockt, weil das mit Simple IC. Wie wir sehen, geht da jetzt rein der Reifen. So, ja, das muss man besser natürlich sehen. Drückt dann rauf und geht der Reifen wieder, also verschwindet der hier im Boden. Das Ganze natürlich und hier auf der Seite genauso. Also der Reifen, der sackt im Boden rein. Ja, wir haben hier oben auch also was für einen Haken zum Hochheben, so halt optisch dran. Das finde ich schon mal auch nice natürlich. Also wir könnten den mit dem Kran hier wegheben, das Ganze. Aber dass wir das natürlich optisch ja auch natürlich hier so sehen können. So. Jetzt können wir noch einen Deckel auch noch aufmachen. Aber jetzt blenden wir erstmal wieder hier den Haken mal aus. Also, ich habe jetzt normalerweise mit Wasser gefüllt. Man sieht hier den Asphalt. Also irgendwie, weiß ich nicht genau, wo die 2500 Liter hin sollte. Also stimmt was mit der Textur wiederum auch wieder nicht. Ja, da gibt es da das Problem. Also, wenn es jetzt richtig gemacht ist, dann kannst du durchschauen von anderen Seite her, also wie jetzt daher, dass also durchschauen kannst. Ja, und jetzt hier haben wir das gute Stück einmal so noch da stehen. Schauen wir jetzt mal mit dem Drecker natürlich uns das an. Drüben haben wir mal einen noch da stehen. So, fahren wir mal rüber. Schauen mal an, wie das mit den Attachern natürlich da ist. Dann können wir noch zu den Tiere schnell dann hingurken. So, wie das dann hier ausschaut, zwecks der Kupplung natürlich. Der Hänger ist jetzt hier leer, der andere. So. Dann also geht er nicht im Boden rein, wie wir sehen. Und da können wir jetzt hier mit der Maus also uns hier den hier so anpassen, zwecks wegen der Höhe natürlich. Der geht jetzt hier auf den Kugelkopf rauf. Und ja, schauen wir mal hier natürlich Blinker. Also da sehe ich jetzt hier optisch ja nichts. Das ist blöde. Rückfahrlicht hier passt. Jetzt gehen wir doch mal in die Nachtsicht mal rein. So. Ah. Der Case hat das Licht an, deswegen. Okay. Sehen wir hier, die Kennzeichenbeleuchtung passt ganz gut. Bremslicht auch. Blinker. Sehr schwach zu sehen bei der LED. Auf dem Boden sieht man schon, aber wenn ich weiter weg bin. Also da sieht man fast, sieht man eigentlich gar nicht, man sieht nur die Reflexion. Das gehört dann noch mal nachgearbeitet dran. Steigen wir nochmal aus. So her, ja. So, er passt ja eigentlich alles. Jetzt schauen wir noch zu die Viecher mal hin. Schauen wir, ob wir das Fass überhaupt leer kriegen. Weil, wenn ihr euch daran erinnert, das andere Fass hier, also da habe ich nicht mal also die Fahrzeuge da tanken können. Weiß nicht warum. Meine Lok war ja auch sauber. Tank hatte ich noch 10 Liter drin gehabt, dann hatte ich davor mal probiert mit 0 Liter. Das hat auch nicht funktioniert. Schauen wir auch gleich hier noch die Lok mal an. Da sehen wir jetzt hier die Lok. Hier ist Lok wieder frei.
wie wir hier sehen. So. Fahren wir mal rüber. Also, wir haben hier also wie bei einem Schlitten gute Führung, weil der Reifen ist eingesunken. Weil die Viecher sind ja auch gleich. Also, wow, irgendwas war jetzt da. Was war jetzt? Ah, das ist vielleicht die Kollision, was in der Straße vielleicht drin ist. Wo der Hänger das Problem hat. Ja, ja, das ist die Kollision. Wir sehen jetzt hier so ab und zu mal die Stufen. Wenn jetzt ein Rad jetzt den Reifen also raushebt von der Kollision, das wird dann hier wieder gleich vorne sein. Sehen wir hier die Kollision. Da ist das Problem damit. Wieder die Kollision. Aber da vorne ist gleich unser Hof. Gibt es gleich die nächste Kollision wieder? Ja. Wieder Kollision. Da vorne wieder Kollisionen. Ja, sind dann wahrscheinlich nicht so wild. So. Fahren wir jetzt dann einfach zu den Viechern hin. Zwecks wegen dem Wasser. Hoffentlich ist das Vieh nicht gestorben. Schauen wir mal. Erstmal wieder das ausschalten. So. Da muss ich mal gucken. Hier vorne ist das Wasser. Also, Symbol kommt schon mal. Also, ich kann die Viecher schon mal mit Wasser versorgen. Also, das scheint schon mal zu funktionieren. Der Reifen, wie wir sehen, er ist schon wieder hochgekommen, weil das Wasser draußen ist. Aber sobald wieder Wasser drin ist, gehen die Reifen wieder runter. Das können wir da vorne mal schauen, ob das da vorne funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich da Wasser drin habe an den Tank da. Aussteigen, einsteigen. Jawohl, also wie wir sehen, befüllen kann man. Jetzt gehen die Reifen wieder also in den Boden gleich mal rein. Sehen wir hier hinten, das ist schon drin. Das ist, finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Könnte meinen Augen hier natürlich der Fehler, finde ich, behoben werden, weil, ehrlich sein, ist das ein bisschen schade. Dass also dass das hier so ist, weil wenn es jedes Mal den Reifen da hinten hochschießt, das macht doch keinen Spaß natürlich im Spiel, würde ich sagen. Ich finde es jedenfalls ein cooles Teil natürlich, wenn das mit denen nicht wäre. Und natürlich hier, du kannst hier die Schützen hier natürlich hier verwenden, dass hier das also fast nicht umfallen sollte, wenn es abhängst natürlich. Dann hier natürlich, dass du den Deckel aufmachen kannst. Das ist auch eine tolle Sache natürlich. Ja, wäre eigentlich so großartig. Hat das nicht aus natürlich hier den Haken, wie gehabt. Den kannst du einblenden, kannst dann hier das Ganze natürlich hier irgendwo hinheben. Finde ich jedenfalls, wie gesagt, ein tolles Teil. Leider halt diese Macken, das was es hat natürlich, wie ich euch gesagt habe, dass mir die Blinker geht. Ja, in dem Fall ja eigentlich auch nicht so wirklich, würde ich mal sagen. Ja, lockmäßig, wie gesagt, ist er lockfehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich der gefallen. Und natürlich das Video auch. Wenn ja, schaut's wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.